Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, wir haben in der letzten Folge unsere Kupferfabrik hier fertig gemacht, dass die jetzt schön stetig unser Kupfer produziert, wodurch wir natürlich mit der Wartung jetzt komplett unabhängig sind von den Rest. Wir haben mittlerweile ganz viel Construction Tool Sachen schon, was natürlich richtig schick ist. Und was ich jetzt gerne machen würde, wäre hier diese Konstruktionsteile zu automatisieren in Zukunft. Bedeutet zu schauen, dass wir von hier ein Kabel oder halt ein Lager bauen, das dann befüllt wird, wo wir dann schön sozusagen automatisiert das herstellen und das dahinter in ein Lager schicken. Das einfach wirklich eine dauerhafte Produktion ist. Dafür müssen wir natürlich endlich mal genug Beton haben. Und um das genügende Beton hier zu haben, würde ich gerne ein Schuttlager hier nochmal hinsetzen, wo wir dann mit ein bisschen Sand nachhelfen werden. Ja, ich werde jetzt hier ein schönes Sandlager richten. Denn wir können hier natürlich auch noch Sand reinschieben. Das ist ja hier das ganz Tolle. Hier können wir noch Sand reinschieben. Und wir können auch theoretisch Kies und alles Mögliche reinschicken. Aber ich will jetzt mit ein bisschen Sand arbeiten. Ich schicke hier dann mal die Sandinfo durch. So. Und werde jetzt mal unseren Freund vom Kupferland hier darauf dann anschicken, obwohl der hat eh noch ganz genug zu produzieren. Aktuell scheint das eine hochgefragte Produktion zu sein. Ich glaube, Eisen ist auch hochgefragt aktuell noch. Wir könnten rein theoretisch den Freund hier abziehen, aber auch wieder fragwürdig. Oder wir produzieren halt nochmal 2 Bagger und dementsprechend nochmal 4-5 LKWs. Wird eine teure Angelegenheit, aber was willst du machen? Hat einer denn als Hauptding das drin? Ja, er hier, okay. Elektronische Teile haben wir genug. Was braucht denn dieses Wartungsteil? Es braucht maschinelle Teile. Bedeutet, ich sollte vielleicht einen wirklich nur dafür abstellen, dass er diese maschinellen Teile baut, ne? Wer von euch macht denn die maschinellen Teile wiederum? Wer macht das hier? Er hier, okay. Er hat als Hauptmaschinelle Teile drin stehen. Ich klone jetzt einfach dich nochmal hier hin. Und Einstellungen von hier nach hier übernehmen. Gott. Es kostet uns natürlich aktuell ein bisschen Arbeiter, aber bis wir das dann automatisiert oder verbessert haben, wird es hoffentlich schon passen. So, Essen ist für 20 Monate verfügbar, das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Abfall ist auch noch nicht so viel da. Das hat 22 Monate sogar. Das ist noch schicker. So, jetzt haben wir noch einen extra Bagger. Dieser extra Bagger wird sich ja doch gleich mal hier drum kümmern. Bedeutet, wir werden jetzt hier woanders. Ich will. Wir schicken einfach das hier schnell hin. Bauen den hier hin. Und dann einen weiteren vom Sandhaufen. Dann können wir das Sand hier abgraben anfangen. Wir müssen halt nur gucken, dass unsere Wartung auch eher im ordentlichen Bereich bleibt oder ob wir mehr Wartung brauchen auf einmal. Unsere Kupferplatten sind mittlerweile bei 92, was natürlich eine grandiose Sache ist. Da wir haben nämlich Betonplatten aktuell echt schon Mangel. Und so ein Mangel ist natürlich nicht cool. Abgeschlossene Verordnungen. Im Grunde läuft dann nochmal ein tiefes Teil hier. Und hier drüber einfach so als... Dann geht es hier runter. Das ist einfach schon mal die Vorbereitung für die nächste Stelle, damit dann hier der Sand direkt rauslaufen kann. Im Grunde, die werden dann hier zusammengeführt und dann hier wieder verteilt. Der geht dann hier vorne rum, der geht halt hier unten rum und Wasser geht eh oben drüber. So.
Ich tue jetzt den ersten und LKW hier zuweisen. Und die kriegen von mir direkt mal den Auftrag, grab das Sand ab. Grabt den Sand weg. Unsere Eisenmine geht auch gut voran. Ich gucke jetzt immer wieder auf die Wartung, dass die auch ja nicht zu niedrig wird. 99. Es ist jetzt schon, dass es jetzt schon anfängt zu nicht mehr zu reichen. Oder schwankt das immer so leicht und dann produzieren die wieder nach, weil die scheinen ja immer wieder voll zu sein. Jetzt sind wir bei 100, okay. Also sagen wir mal, wenn wir unter 90 kommen, müssen wir dringend was machen. Jetzt müssen die natürlich alle warten darauf, dass das hier funktioniert und läuft. Das will auch noch gebaut werden. Ich habe gleich wieder schon ein bisschen zu viel gemacht. Schauen wir mal, dass wir die Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen. Kupfer hat sich hier gut angesammelt, aber ich glaube, es liegt jetzt gar nicht mehr daran, dass wir kein Kupfer haben, sondern dass das Lager hier voll ist. Können wir das rein theoretisch hier in eine eigene Verarbeitungsstelle noch umwandeln, damit der Brecher sozusagen hier das Zeug kriegt? Also ungefähr so hier. Und dann gibt er das direkt hier in das Ding rein und er wandelt das dann direkt um. Na, schau, der ist das schon fertig. Ein Bagger von mir und alles. Kann er sich hier ins Werk machen. Jetzt muss nur noch der zweite fertig werden. Na, jetzt haben sie kurz die Verschnaufspause genutzt, um noch was zu produzieren. Unser Kupfer sinkt nicht wirklich wieder. Ich überlege nicht, dass wir dann hier und dann hier Lager für Beton hinstellen. Und dann hier mal ein Kabel rüberlaufen lassen und dann hier direkt auch noch Konstruktionsteile bauen lassen. Aktuell braucht er auch noch eine direkte Kohlezulieferung auch noch. Ist ja noch lustiger. Ah, jetzt sind wir ganz knapp dran mit allem. Ah, nee. So, jetzt fängt der an. Dann geben wir ihn jetzt gleich mal in Auftrag, sagen wir hier, schau her. Wenn du Sand zur Verfügung hast, dann nutze den Sand auf jeden Fall mit. Und mach es dann sogar prioritätsmäßig. Da kommt schon die erste Sandlieferung. Die läuft jetzt hier einmal durch. Ah ne, die sind sogar schon, der war schon mal da, schau an. So, und damit haben wir jetzt auf jeden Fall die Betonproduktion schon mal erhöht. Schon mal positiv. Was hast du jetzt? Jetzt hast du wieder Kalkstein drin. Perfekt. Problem ist natürlich, ich muss jetzt ganz viel Zeug erstmal wieder rauspumpen, bevor er irgendwas machen kann. Wie schaut es mit unserer Kohle aus? Unsere Kohle ist sogar voll aktuell. Dann klaue ich mir einen Bagger hier. Schick den hier dazu und nehmen wir hier noch erstmal drei dazu. Dann haben wir jetzt einen Bagger, der auf Bedarf jeweils unterschiedlich fahren kann. Der wird danach auf jeden Fall hier noch dazu kommen. Schlacke umwandeln. So. Jetzt kann hier wieder die Produktion hochfahren.
Der frisst es jetzt schön durch. Dann können wir das gleich ins nächste Schüttlager schicken. Weil es bleibt ja trotzdem erstmal nur Schüttgut. Ah ne, Quatsch. Oh shit, das war gut. Die müssen wir anders bauen. Da müssen wir dann eher so ein Schüttgut so hinstellen. Obwohl, so ist auch blöd. Bisschen Abstand dazwischen, dann hier so Schüttgut hin. Das sollte passen. Dann kriegt er doch das U-förmige und der erste geht hier hin. So, jetzt hat er aber. So, die buddeln sich jetzt durch den Sand durch. Machen den Sand unsicher. Kriegt von mir aber auch gleich bitte nochmal zwei Bagger zugewiesen. Zwei LKWs. So, und dann können wir auch gleich hier sagen, geh daran. Wie schaut es jetzt hier aus? Ah, der produziert aber richtig schön. So, und dann gehen wir hier auf Kopieren, stellen das genau hier neben, kopieren den auch hier dran, dann brauchen wir ein flaches Netz noch und hier hinten ein tiefes. Dann sind wir schon auf der doppelten Produktion. Dann können die anfangen, das hier mal zu bauen. Dann sollten wir langsam auf jeden Fall besser dastehen mit dem ganzen Zeug. So, der Turm steht schon. Das Türmchen steht schon. Er hat einen direkten Wasseranschluss. Die Pumpe hat gleich auch noch genug Wasser auf Lager. Na, schauen. Er kriegt halt aktuell noch zum Beispiel Schüttgut oder sowas noch geliefert. Oder die kriegen, schicken das direkt raus. Das müssten wir noch abändern, dass er das auch geschickt kriegt. Da können wir eigentlich rein theoretisch das Schüttgutlager dann hier hinstellen. Zwei Stück. Dann schicken wir das hoch. Dahinter und dann so anschließen, genau. Und dann wird das einfach auch direkt hier noch angeschlossen. So, weil dann müssen die auch nicht schon mehr, nichts mehr liefern, zum Beispiel in dem Fall. Und dann können wir hier auf tiefe Schüttgutlager gehen. Dann so. Dann sollten wir da ganz gut zurechtkommen. Dann bauen die das hier gleich mal alles fertig. So. Das Lager steht schon mal. Was war das denn?
Warum passiert hier nichts? Warum ist denn da Kies mit drauf? Oh, die verarbeiten auch Kies. Shit. Ist das ein Filter? Ermöglicht das Sortieren von Produkten. Oh, shit. Können wir das bitte nochmal bitte schnell löschen? Dann müssen wir nicht den auch umschalten, dass er damit auch arbeitet. Die beiden großen... So U-förmiger Sortierer. Dann muss ich das so hinstellen. Oh, das habe ich jetzt fast total verkackt. Ups. Schüttgutlager. Dann komme ich hier U-förmiges Förderband dran. So, okay. Dann kommt hier eine Rampe drüber. So. Die Gegnerbauprioriorität von 6 jetzt. So, und jetzt sollten wir... Ja, ganz leicht siehst du den Unterschied. Ganz, ganz leicht. Und jetzt sollte der das sortieren können. Zu filternde Produkte. Kies. Produkte entfernen. So, jetzt sollte der hier rein durchlaufen. Gut. Ist eigentlich irgendwie dumm, aber weil jetzt hier hinten müssen wir das Ganze wieder zusammenführen. Aber was willst du machen, wenn du aus Versehen 2 Produkte hast, ne? So, und ihr werdet dann Import machen wir aus. Ich komme zum Beispiel wieder schon Schub. Kann dann direkt wieder gelagert werden. Und hier hinten haben wir halt nochmal... Alter, fast ein volles Lager. So, jetzt kriege ich ein bisschen Gestein geschickt. Kann ich jetzt sagen, ich will was von hier von hier schicken? Nein, immer noch nicht. Oh, schade. Na gut, Leute, aber ich würde... Oh, wir haben zu wenig Arbeiter. Shit. Dann schalten wir den mal währenddessen wieder an. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unten einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao. Changes.